Hallo zusammen, ich bin Sophia von der Campus Zeitung und heute sind wir beim Herrn Martin Moskowitz zum Gast. Hallo Herr Moskowitz. Hallo. Sie sind CIO von Constantin Film und auch die Medien schreibt über Sie, dass Sie der mächtigste Mann des deutschen Films sind. Und auch, was hat auch für die jungen Leute sehr wichtig ist, Sie sind der Chef von Elias Mbarek. Aha, okay. Chef weiß ich nicht so genau, aber es stimmt, ich bin Vorstandsvorsitzender der Constantin Film und die Constantin Film ist die wichtigste deutsche Film- und Fernsehproduktionsgesellschaft. Das stimmt. Und während der Recherche für unser Gespräch habe ich mal gesehen, dass Sie sehr aktiv bei den sozialen Netzwerken sind, besonders bei Twitter. Und sehen Sie das als Teil Ihres Berufs oder macht es Ihnen einfach Spaß? Also das ist Teil natürlich von meinem Beruf. Wir kommunizieren ja mit unseren potenziellen Zuschauern und auf alle möglichen Arten und Weisen und Twitter und Facebook und Instagram und so weiter gehören da sicherlich dazu, ja, es gehört dazu. Und Sie posten halt auch ab und zu, wie viele Kilometer Sie gelaufen sind. Und wie viele Kilometer waren es das letzte Mal? Es sind eigentlich immer so 5 bis 10 Kilometer pro Tag. Oh. Und ich laufe gerne und das hat sich eigentlich zufällig nur ergeben, weil ich irgendwann mal ein Programm benutzt habe, was das sozusagen auf Facebook postet und seitdem habe ich das beibehalten. Das ist eine nette Tradition. Dann kann ich und wie gesagt auch die Leute, die mir folgen auf den verschiedenen Netzen, können sehen, was ich so mache und wo ich es vor allen Dingen mache, weil ich auf der ganzen Welt unterwegs bin und in verschiedenen Städten gerne laufe. Und ich habe mal auch gesehen, Sie joggen mal in München und mal in L.A. Mhm. Und ich glaube, Constantin Film hat dort auch einen Sitz, wo Sie auch sicher öfter unterwegs sind. Und ich habe mal vor kurzem den Film von Woody Allen gesehen, das nennt man Kaffee Society. Und der Film erzählt von 30er Jahren Hollywood-Leben. Und auch das Leben von Filmagenten, halt Castingagenten, die ganze Zeit Partys machen und dort werden halt auch sehr wichtige Dinge entschieden. Ja. Und spielt heutzutage auch so eine Partys und natürlich Castingagenten wichtige Rolle in L.A.? Also diese, ich sag mal so, die natürlich hat sich die Filmwirtschaft auch in Los Angeles massiv verändert in den letzten 100 Jahren und man kann das so nicht mehr sehen, wie das mal war. Es ist eigentlich eine Branche wie fast jede andere. Natürlich gibt es einen gewissen Glamour-Faktor, der dazugehört. Aber ich kann das nur von uns aus sagen, es ist eine Menge harte Arbeit, die in einen Film reinfließt. Klar feiert man manchmal auch gerne und gut, vor allem wenn ein Film erfolgreich war. Aber ich würde mal sagen, so exzessiv wie das vielleicht mal in den 30er oder 40er Jahren waren, ist es heute bestimmt nicht mehr. Die amerikanischen Studios sind heute sehr viel seriöser, als sie vielleicht in den Anfangsjahren waren, glaube ich. Ja. Bleiben wir kurz bei Hollywood. Ja. Leonardo DiCaprio ist mittlerweile nicht nur als erfolgreicher Schauspieler, sondern auch als erfolgreicher Produzent unterwegs. Mhm. Und Sie sind sehr lange im Geschäft und Sie kommen halt auch aus der Familie, wo Ihr Vater sehr bekannter Regisseur war. Mhm. Und Sie selber haben sehr viele Filme überall auf der Welt produziert und Sie haben auch sehr viele Preise gewonnen, unter anderem den Oscar. Und wie ist es halt eigentlich heutzutage? Mhm. Leonardo DiCaprio sagt, dass es schwieriger geworden ist, gute Projekte und gute Drehbücher zu kommen. Und wenn es eines auf dem Markt ist, dann fängt man an, sich darum zu prügeln. Ist das wirklich so? Also ich glaube, dass es immer schwierig war, einen guten Film zu machen. Und es muss halt nicht immer so sein, dass ein guter Film gleichzeitig auch ein erfolgreicher Film ist. Aber dass man beides schafft, also einen guten Film, der auch gleichzeitig erfolgreich ist, das war immer schon sehr schwer und ist heute auch sehr schwer. Und gute Drehbücher sind leider sehr selten. Und natürlich versuchen wir die in einem komplizierten Prozess mit Autoren, Regisseuren, die Drehbücher so gut wie möglich hinzukriegen, aber wir stellen eben keine Microchips her, sondern es ist ein Produkt, was sehr davon abhängig ist, wie die beteiligten Künstler mit dem Stoff und mit den jeweilig anderen, die daran arbeiten, korrespondieren. Das ist immer nicht hundertprozentig absehbar, wobei man auch dazu sagen muss, es ist also so sehr ein Verbonspiel, wie sich das vielleicht anhört, ist es gar nicht. Es ist heute eine Industrie wie viele, viele andere auch. Natürlich gibt es Risiken, die gibt es aber auch überall und im Leben sowieso. Insofern, sage ich mal, gehört es dazu. Aber es ist schwer, einen guten Film zu machen, da hat Herr DiCaprio sicherlich recht. Und für mich ist es besonders angenehm, dass Sie den Oscar für den Film irgendwo in Afrika bekommen haben, weil die Hauptrolle spielt Merab Ninidze und er kommt aus Georgien, genauso wie ich.
nachher, wenn wir das ganze Land gejubelt, ja, der Film hat ja, das war gewonnen. Natürlich eine tolle Erfahrung, dass diese Produktion, es ist ja nicht so oft, dass deutsche Filme einen Oscar bekommen, und das war eine große Sache damals, als der Film nominiert war und als er dann den Oscar auch noch bekommen hat. Und die Dreharbeiten für die Produktion waren in Kenia waren lang und aufregend, und also es ist wie gesagt insgesamt eine äußerst erfreuliche Erfahrung gewesen, und die Schauspieler waren natürlich alle wunderbar, die da mitgespielt haben. Sie mit Ihren Projekten sprechen Sie auch ein weltweites Publikum, zum Beispiel Resident Evil. Mhm. Und jetzt habe ich vor kurzem gelesen, dass ein nächstes großes Projekt muss The Silence sein, ein Horrorfilm. Können Sie uns ein bisschen verraten, worum es geht und wie Sie dann zu diesem Projekt gekommen sind? Also das Projekt ist über die zwei Produzenten, die das entwickelt haben, zu uns gekommen. Es ist eine Verfilmung von einem Roman, und es geht um ein junges Mädchen, die taubstumm ist. Und es ist ein sehr bekannter und guter Regisseur, John Leonetti, der Annabelle gemacht hat, ja, was schon ein großer Erfolg war. Ja, jetzt gerade ist Annabelle 2 im Kino. Ja. Wir haben das Buch damals uns angeschaut vor ungefähr einem Jahr und haben uns beschlossen, dass wir den Film machen wollen. Jetzt geht es im September los. Wir machen neben den deutschen Produktionen, die natürlich hauptsächlich in Deutschland laufen und erfolgreich sind, machen wir auch internationale Filme. Und dazu gehört eben The Silence, ist eine Produktion, einer dieser Filme. Und kann man schon sagen, dass heutzutage auch Marketing eine sehr große Rolle spielt, weil es werden wahnsinnig viele Filme halt produziert. Und spielt da Marketing schon eine große Rolle, ja? Es wird immer wichtiger, und man kann durchaus auch argumentieren, dass es vielleicht zu viele Filme gibt, weil so viele Filme, wie es gibt, kann sich kaum jemand das anschauen. Daneben gibt es natürlich auch noch unglaublich viele Serien und viel Fernsehen, und irgendwann ist es natürlich auch ein gewisser Unterhaltungs-Overkill, der da stattfindet. Wir hätten nichts dagegen, wenn es ein paar weniger Filme gäbe, aber um sich durchzusetzen auf dem Markt ist Marketing extrem wichtig. Wir versuchen für unsere Filme immer das beste Umfeld zu schaffen, und dazu gehört natürlich, dass man sehr, sehr viel Geld auch dafür ausgibt, die Filme bekannt zu machen. Insgesamt verkleinert das nicht unbedingt das Risiko, aber es kommen jede Woche zwischen, ich sage jetzt mal, einem halben Dutzend und einem Dutzend Filme ins Kino. Und natürlich können nicht alle Filme erfolgreich sein in der Kinokasse. So viel Potenzial gibt es einfach nicht. Aber deshalb ist dann ein großer Prozess an Auswahl für den Zuschauer gegeben. Und wenn ein Film sich nicht in den ersten Tagen an der Kasse durchsetzt, dann ist er meistens sehr, sehr schnell aus dem Kino verschwunden. Und um das zu verhindern, geben wir sehr viel Geld aus, um die Filme zu marketen. Und Elias Mbarek hat auch während der Dreharbeiten von Fakultät 3 Instagram-Stories auf seinen sozialen Netzwerken gepostet. Und der ist ein sehr erfolgreicher Schauspieler, und der steht bei Konstantin unter Vertrag. Und ich habe mal gelesen, stimmt, dass er seine Karriere hier als Praktikant angefangen hat? Es ist richtig, dass er in einem der Firmen, die bei uns im Umfeld sind, dass er da mal angefangen hatte, lange bevor er Schauspieler geworden ist. Elias ist natürlich ein ganz wunderbarer Darsteller, und inzwischen kann man ihn eben als das bezeichnen, was er auch ist. Er ist ein absoluter Superstar. Es gibt kaum jemanden in Deutschland, der so einen Erfolg hat und der so beliebt ist wie er. Und das dazu gehört auch, dass er in den sozialen Netzwerken aktiv ist, und zwar sehr aktiv ist, und es macht ihm auch viel Spaß, und er macht das gerne. Und inzwischen hat er Millionen von Followern, und das ist eine Sache, die zu der tollen Arbeit, die er mit uns macht, die er zusätzlich sozusagen macht. Man muss dazu sagen, also um das nur richtig zu stellen, er ist nicht bei uns unter Vertrag. Wir arbeiten sehr, sehr gerne mit ihm, okay. Aber wir haben keinen Vertrag mit ihm, wo er sozusagen nur bei uns Filme machen kann. Er macht übrigens auch bei anderen Produktionsgesellschaften. Ja, willkommen. Willkommen bei den Hartmanns war er dabei, und er hat immer wieder auch große und tolle Produktionen, die er woanders macht. Aber wir schätzen die Zusammenarbeit mit ihm außerordentlich.
Und er schaut auch sehr gerne Serien. Und die Serien sind allgemein sehr beliebt bei jungen Leuten. Und sie produzieren haben auch die Serien. Das war eine englischsprachige Serie, die man halt auch mit Netflix sehen könnte. In Freeform gab es sie, glaube ich, in den USA nur. Genau. Und können Sie sich vorstellen, eine weitere Zusammenarbeit mit Netflix? Weil Sie haben ja einmal gesagt, dass die Filmemacher die Zuschauer dort erreichen müssen, wo sie sind. Und heutzutage schauen sehr viele junge Leute die Serien bei Netflix. Natürlich. Also wir arbeiten mit Netflix wie auch mit allen anderen Plattformen viel und gerne zusammen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir noch mehr machen. Wir haben auch mehrere Sachen in Arbeit. Wir sprechen auch darüber, dass da weitere Serien passieren. Dieses hier jetzt, also diese eine Serie ist Shadowhunters. Das ist eine englischsprachige Serie, die weltweit sozusagen auf Netflix ausgewertet wird, außerhalb von den USA, wo die Produktion eben bei Freeform ist. Und da sind wir jetzt in der dritten Staffel. Also das ist eine sehr erfolgreiche Serie. Aber gleichzeitig entwickeln wir ungefähr, ich würde mal sagen, anderthalb Dutzend serielle Formate, die wir dann zum Teil in Deutschland mit deutschen Schauspielern, deutscher Sprache oder international auswerten werden. Und was immer da das Beste ist, das machen wir eben. Und Netflix ist sicherlich einer der wichtigsten internationalen Plattformen. Aber das nächste große Ding jetzt ist Wacke Goethe 3. Wacke Goethe 2 war sehr erfolgreicher deutschsprachiger Film mit fast 8 Millionen Zuschauer. Wir haben schon Trailer gesehen, aber Sie haben sicher mehr gesehen als wir. Sie sind Sie schon mit Ergebnissen zufrieden und worauf? Ich bin außergewöhnlich zufrieden. Der Film ist allerdings noch nicht fertig, muss man dazu sagen. Er ist in der Endfertigung, kommt im Oktober ins Kino und wird sensationell sein. Wow. Und Borat Aktekin, Regisseur, nennen Sie der Mastermind hinter dem Film. Und planen Sie mit ihm weitere Zusammenarbeit und die weiteren Projekte? Ja, also ich meine, wie gesagt, Borat ist einer der großen Ausnahmeerscheinungen in Deutschland, aber auch in der Welt, weil er eben einer der wenigen Künstler ist, die in der Lage sind, aus eigentlich sich selber heraus, durch eigene Ideen, große Marken zu kreieren. Und dazu gehört eben einmal Türkisch für Anfänger, das hat er das schon vor einiger Zeit gemacht, und jetzt eben Fuck You Goethe. Und die Zusammenarbeit ist, ich kann das gar nicht anders beschreiben, die ist einfach großartig, mit so jemand Begabten und so jemand Guten und so jemand Professionellen wie er zusammenzuarbeiten. Wir haben vor, mehrere Filme zusammen zu machen und ich freue mich auf die nächsten Jahre mit ihm zusammen. Und in 2017 könnte man schon sehr viele erfolgreiche Filme von Konstantin Film sehen, auch zuletzt Ostwind zum Beispiel. Mhm. Und auf welche weitere Filme können wir uns freuen bis zum Ende des Jahres von Konstantin Film? Also was jetzt gerade rauskommt, ist Jugend ohne Gott. Das ist eine Produktion, wo wir als Co-Produzent mit dabei sind, die wir ins Kino bringen. Und dann kommt Fuck You Goethe 3. Danach gibt es noch einen Film kurz vor Weihnachten, der heißt Das bescheuerte Herz, auch mit Elias Mbarek. Wir versuchen im Jahr immer etwa so 12 bis 15 Filme ins Kino zu bringen und versuchen da verschiedene Segmente abzudecken. Einmal eben zum Beispiel Familienfilme, so wie Ostwind, die ein großes Familienpublikum erreichen, oder eben Komödien oder Dramen. Also wir versuchen da eine ausgewogenes Programm herzustellen. Dann wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg bei Ihren weiteren Projekten. Dankeschön. Und danke fürs Gespräch. Dankeschön. Dankeschön. Danke.